Our next lecture has certain risks. It has more risks, actually. It's called Planes and Chips and Saving Lives. It's how soft and hardware can actually play a key role in saving lives at sea, and why Frontex doesn't like it. It's done by Trollefix, Nick, and Ruben. And what is following is actually a talk that's once again about a very serious moral wieder über ein wirklich wichtiges moralisches und ethisches Dilemma ist, denn die Todesrate da die Todesrate an der EU-Grenze ein historisches Hoch erreicht hat dieses Jahr. Einer von fünf Leuten, die Libyen mit dem Boot verlassen, sind im September im Mittelmeer gestorben. Und der Hauptgrund für diese Erhöhung ist der Crackdown der europäischen Autoritäten. Then the technical means of communication, of course, do play a key role in the efforts to coordinate rescues. Die technischen Details sind natürlich sehr wichtig, wenn es darum geht, Rettung zu koordinieren. Are going to explain you is that a civil society run maritime rescue coordination center could help to reduce the death of sea. Und deswegen könnte so eine zivile Rettungsleitstelle halt helfen, die Todesraten zu reduzieren. Challenge European deadly border policy. So, give them a warm applause. They will present us some potential solutions to fulfill this ambition. Thank you all. Und hallo auch von uns aus der Übersetzerkabine. Wir übersetzen jetzt den Talk Planes and Ships and Saving Lives für euch. Wir, das sind heute Strange Glyph, Catnet and Afrona. To solve this problem on the Mediterranean Sea we are going to talk about. My name is Ruben, that is Nick. Ich bin Ruben, das ist Nick und das ist Trollefix. We are going to talk about, wir werden über Flugzeuge und Schiffe und Lebensrettung reden und wie das alles zusammenkommt mit den Leuten, die IT-Kompetenz haben und Hardware-Kompetenz. Und warum wir gerade das wirklich auch gerade brauchen. Ich persönlich bin jetzt nicht wirklich so ein Nerd und ich habe keine Ahnung von Computern. Deswegen habe ich hier meine Hausnerds wie Nick, die alles für mich errichten. Und ich erzähle euch dann, warum. Und gebe uns euch eine kurze Einführung in die Situation auf dem Mittelmeer. Und danach reden hier diese Leute, die viel kompetenter sind über die Technologie, wie das mit der Technologie funktioniert. Okay, was ist das Problem? Also Leute haben Seenot auf See. Hier ist ein Bild von dem Überwachungsflugzeug Moonbird und das ist ein Boot, das gerade untergeht und da seht ihr, dass er Wasser annimmt. Und das können wir jetzt im Norden von einer libyschen Stadt haben. Und kurz vor der europäischen Grenze. Leute fangen halt in Libyen an, versuchen das Mittelmeer zu überqueren. Mit dem Boot, weil es gibt keine sicheren und legalen Alternativen. Und dann ist das Resultat halt solche Situationen. Und falls unser Vortrag irgendwie ein bisschen durcheinander ist, dann könnte es daran liegen, dass wir auch gerade das Schiff in Operation ist und das heißt, ja. Okay, was würdet ihr erwarten, was passiert? Naja, wenn ihr weiß wärt, dann und ihr einen europäischen Pass habt und ihr so 100 Meter vor der europäischen Küste Probleme habt, dann wird das hier passieren. Aber wenn ihr nicht einen europäischen Pass habt und wenn ihr versucht, die mediterranische See zu überqueren, dann wird vielleicht das mit euch passieren. Denn im Prinzip die Reaktion der Europäischen Union
für solche Notfallsignale sieht so aus. Also da gibt es einfach nichts. Und worüber wir nachgedacht haben vor ein paar Jahren war, als die Todesrate so krass gestiegen ist in der Mediterranen See, war, was können wir machen, wenn Leute versuchen, die Mediterranische See zu überqueren und das in irgendwelchen alten Fischerbooten, die absolut nicht seetauglich sind. Also hatten wir die Idee, also es gab eine Lösung dafür. Also haben wir uns auch ein altes und unseetaugliches Schiff gekauft. Und das haben wir dann in die Sea-Watch 1 umgebaut, was das erste Rettungsschiff war, das aus Deutschland in die Mediterranische See gekommen ist. Wir haben es aber speziell Sea-Watch genannt für einen Grund, denn wir haben es nicht zum Beispiel See-Rescue genannt, denn es geht ja darum, dass die europäischen Staaten das Problem erzeugt haben, indem sie ihre Grenzen geschlossen haben. Und verhindern, dass Leute, die vor Krieg und Terror flüchten, reinkommen, zum Beispiel in Libyen. Also haben wir gedacht, was wir noch immer machen müssen, ist hingehen und müssen da hinschauen, wir müssen es anschauen. Und wir müssen sicher gehen, dass niemand versinkt. Und das haben wir im Prinzip auch getan. Wir sind mit dem Schiff runtergesegelt und haben ziemlich schnell ziemlich viele Leute gesehen, die in Not waren. Und wir mussten ihnen helfen. Also im ersten Moment waren wir ziemlich überwältigt, aber dann, was passiert ist, und das war wirklich fantastisch, war, dass die zivile Gesellschaft tatsächlich reagiert hat. Also eine Menge neuer Nicht-Regierungsorganisationen sind entstanden und haben Schiffe in die Mediterrane See geschickt. Und davon war ich wirklich beeindruckt. Weil wenn man mal über die EU nachdenkt, mit all dem, was sie an Hardware zur Verfügung stehen, also Schiffe, Flugzeuge, Geld und sowas, wir haben nie erwartet, dass irgendwelche Hipster in ihren 20ern die besten Leute sind, um Leute im Mittelmeer zu retten. Es war nicht nur die Juventa, es war auch zum Beispiel Lifeline oder Doktor ohne Grenzen oder die Leute von CI, die Schiffe gesendet haben. Also am Ende hat man eine ganze zivile Rettungsflotte, die diese Rettungsmission auf der Mediterranen See gemacht hat. Und das lief ziemlich gut. Also die zivile Rettungsflotte war in der Lage, Tausende und Abertausende Menschen auf der Mediterranen See zu retten. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Denn die Koordination mit dem Koordinationscenter in Rom hat ziemlich gut funktioniert. Denn durch diese Zeit auf der europäischen Seite zumindest, haben ein paar Leute es so gesehen, dass wenn Leute in der See in Not kommen, dann sollten wir die vielleicht retten. Ganz normale Sache. Also könnt ihr euch vorstellen, dass jemand etwas dagegen hat, also dagegen hat, Menschenleben zu retten. Also wahrscheinlich wisst ihr die Antwort schon. Da gibt es diesen Typen. Also der Typ war ziemlich bekannt in den Medien letztes Jahr, in dieses Jahr, weil er zivile Rettungsschiffe blockiert hat. Aber es ist schon ein bisschen früher, hat es angefangen. Der Typ, ihr kennt ihn vielleicht auch, es war der Erste, der mit einer großen Kriminalisierungskampagne gegen die zivile Rettungsgesellschaft angefangen hat. Also das war noch in 2016, Anfang 2017. Da wurden viele Gerüchte gestreut über die Nichtregierungsorganisationen in der See, was die machen. Machen die vielleicht Kooperation mit den Schmugglern und sowas? Und dann gab es ein paar Anschuldigungen, die waren ziemlich dumm. Zum Beispiel die Anschuldigung, dass wir Lichtsignale geben würden zur libyschen Küste. Ich meine, wir haben hier Nerds. Ihr seid sicher gut in Mathematik und in Geometrie. Was glaubt ihr über dieses Argument, dass es die Möglichkeit gibt, da überhaupt Licht hinzusenden, wenn man weit außerhalb der Territorien von Libyen ist? Also einfach aus einer Geometrieperspektive ist es nicht möglich, so eine Art von Lichtsignal zu geben. Aber tatsächlich wurde diese Anschuldigung weit verbreitet und natürlich hat das geholfen, dass andere Nationen die Unterstützung haben fallen lassen. Und noch eine andere Anschuldigung, über die ich reden möchte, dass wir die Schiffe nicht zerstören würden, die wir finden würden. Also die Anschuldigung war, dass wenn wir solche Boote finden, also wir müssen die dann versenken, weil dann können die nicht nochmal benutzt werden von irgendwelchen Schmugglern. Und da war die Anschuldigung, wir würden sie nicht zerstören. Ich habe den Beweis, dass wir das tun. Und so sieht es aus, wenn wir ein Boot zerstören. Also grundsätzlich haben wir viele dieser Anschuldigungen
Und was glaubt ihr, wie das dazu beiträgt, dass wir eine Menge Nerds brauchen, um uns zu helfen, um unsere Mission auszuführen? Warum können uns Nerds helfen, unsere Mission sicherer zu machen? Also, warum? Also es liegt daran, dass wenn wir in der Lage sind zu dokumentieren, was wir auf hoher See machen und wo wir sind, wenn wir ein Video von dem haben, was auf der See passiert, dann können wir danach beweisen, dass diese Anschuldigungen falsch sind. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, Hardware-Technologie zu haben, also auf allen Schiffen. Aber die Geschichte geht noch weiter, denn diese Anschuldigungen waren sehr effektiv. Und so sind wir in der Situation rausgekommen, wo die Juventa, es war das erste Schiff, das konfisziert wurde. Es ist noch immer konfisziert. Es wurde schon in 2017 konfisziert. Es ist, kann leider seinen Job nicht mehr ausführen. Okay, wir haben gedacht, okay, wir machen weiter, aber dann ist das hier passiert. Und dieses Jahr sind eine Menge anderer Schiffe konfisziert worden. Im Fall der Lifeline war das sehr prominent in den Medien. Die Lifeline ist nochmal in Malta konfisziert. Also es wurde deutlich schwieriger für die zivile Organisation, da was zu machen. Und es gab auch einen Moment, in dem dann kein einziges ziviles Rettungsschiff mehr in der mediterranen See übrig war. Und natürlich hat das Auswirkungen. Also was passiert ist grundsätzlich, die Leute sind nochmal gekommen. Ich meine, es gab dieses Argument des Pull-Faktors, also das Argument, dass bei den europäischen Staaten wurde das aufgesetzt, dass nur weil wir als zivile Seerettung da sind, die Leute über die mediterrane See kommen und dann werden sie von den NGOs gerettet, also von uns. Und dann kommen sie nach Europa. Aber dann, als keine Nichtregierungsorganisation da waren, die Leute sind auch immer gekommen, aber es war niemand mehr da, um die Leute zu retten. Und der Fakt dieses Faktes ist, wir haben gesehen, in einer ziemlich dramatischen Auswirkung im September dieses Jahr, denn davor hatten wir diese Nummer. Eine Idee, was das bedeutet, diese Nummer? Also, das ist im Prinzip die Todesrate, die wir kurz bevor die NGOs aus dem Gebiet abgezogen wurden, also es war einer von 44. Das heißt, wenn einer von 44 versucht, die mediterrane See zu überqueren, würde er ertrinken. Als wir das letzte Rettungsschiff, die Aquarius, verloren haben, als deren Flagge geklaut wurde, ist die Zahl gestiegen zu einem in fünf. Also als im September kein einziges ziviles Schiff mehr da war, sind einer von fünf, die versucht haben, die See zu überqueren, ertrunken. Überlegt mal, was das bedeutet, wenn einer von fünf und ertrinkt. Schaut euch hier in den Reihen um. Das würde bedeuten, dass jeder Fünfte ertrinkt. Und deswegen versuchen wir noch immer, Seerettung zu betreiben. Diese Bilder wurden letzte Woche gemacht. Denn auch wenn es manchmal wirklich schwere Zeiten auf See gibt, wir sind in der Lage, zumindest, oder wir waren in der Lage, zumindest manche unserer Schiffe wieder in die Zirkulation zu bekommen. Und wir haben auch unsere Flugzeuge zurückbekommen, die wir für Luftüberwachung benutzen. Dieses Bild hier wurde vor einem Jahr gemacht, aber das Flugzeug ist vor einer halben Stunde von Lampedusa aus gestartet, um in der zentralen mediterranen See zu überwachen. Und das hat uns in Situationen geführt, wo wir in der Lage sind zu reagieren. Und so an Weihnachten oder an dem Wochenende vor Weihnachten ist die erste Rettung seit Monaten von zivilen Rettungsorganisationen wieder ausgeführt worden. Diese Leute da sind übrigens noch immer auf der Sea-Watch. Aber tatsächlich sind wir in der Lage zu operieren. Und das, obwohl wir hatten in den letzten Wochen viel Stress, denn die Koordinierung ist ziemlich schwer. Wir haben viele Gruppen, die in diesen Missionen involviert sind. Wir haben eine komplizierte Situation auf See. Es ist manchmal nicht einfach zu verstehen, was los ist. Also die Kommunikation ist sehr wichtig. Also was können wir machen, um die Situation nicht im Chaos versinken zu lassen, wie wir es da auf dem Bild sehen können? Wir brauchen euch, denn hier kann Hardware und Software wirklich eine entscheidende Rolle spielen, um unsere Operation eine Menge effizienter zu machen. Also fangen wir mit der Hardware an. Okay, also wenn ihr ein Schiff mitten auf See habt, hunderte von Kilometern weg von der nächsten Küste,
dann kann man dieses Schiff nicht einfach mit Mobiltelefon erreichen. Also das Erste, was man macht, ist Satellitenkommunikation, um unsere Operationen deutlich effizienter zu machen. Und wie das funktioniert, sehen wir jetzt gleich in einem Live-Anruf, falls es funktioniert. Und der andere Teil von den Hardware-Komponenten ist halt, dass wir Kameras und Stimmenaufnahmen brauchen, um halt zu beweisen, was eigentlich auf See passiert. Und dafür brauchen wir euch, weil das ist etwas, was ich nicht kann. Dann gibt es ja noch was. Das ist ein Immersat-3-Ding. Das ist so ein grundlegendes Satellitenkommunikationssystem, um mit Schiffen auf See zu kommunizieren. Und damit können wir halt auch andere Schiffe als nur unser eigenes zu erreichen. Also nicht nur Rettungsschiffe, sondern auch Handelsschiffe oder andere Schiffe, die da einfach sich befinden. Die können wir alle damit kontaktieren. Und warum das alles wichtig ist und warum wir euch brauchen, um damit so ein paar Probleme zu lösen, mit dieser DOS-Technologie, die da ist, das wird Nick euch gleich erzählen. Last but not least, what we also want to establish, and that's pretty important, is a civil rescue coordination center. Und was wir halt auch noch etablieren wollen, das ist ziemlich wichtig, ist, dass wir, ist dieses zivile Rettungsleitstelle. Und als alles noch gut war, war halt die Rettungsleitstelle in Rom, und wenn die irgendwie mitgekriegt haben, dass irgendwo ein Notfall war, dann haben die halt irgendwie eine Nachricht an die Rettungsschiffe geredet, und die haben alles koordiniert und die hatten das alles auf Bildschirm und die haben uns quasi gesagt, wo wir hingehen und was wir tun müssen. Und die agieren jetzt halt nicht mehr und seitdem kriegen wir keine Notsignale mehr. Und deswegen haben wir hier so eine Karte, wo wir die Notfälle selber irgendwie aufzeichnen können. Zum einen, um Menschenleben zu retten, und zum anderen, um so die Menschenrechtssituation auf hoher See zu überwachen. This comes into place again, because this is very old technology. Wir kommen dann nochmal zurück, weil das halt relativ alte Technologie ist und wir wollen das mit neuer Technologie kombinieren, die so aussieht. Und das ist so die Task, über die wir reden wollen. Und ja, an der Stelle geben wir es weiter. Hallo. Ich wollte euch mal kurz erzählen, wie das so ist, so als Schiff-Systemadministrator zu arbeiten. Ich war jetzt im September auf der Lifeline und habe quasi so das gesamte Schiffsnetzwerk einmal komplett general überholt. Das Schiff ist halt 1968 gebaut worden und 2015 ist es dann halt von Sea-Watch gekauft worden und 2017 in Lifeline umbenannt. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, so in den letzten 2 Jahren waren da viele Techniker und Mechaniker auf dem Schiff und haben das mal geupgradet. Und manchmal fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein Legacy-Software-Projekt zu maintain. Also wir haben unseren eigenen Generator auf Schiff und im Allgemeinen ist halt die Zuverlässigkeit nicht ganz so, wie sie auf an Land wäre. Also ich rede jetzt mal kurz so über die Sensoren und Datenprovider, die ihr an Bord findet. Da gibt es sowas wie einen Kompass, der quasi die 3D-Orientierung des Schiffes in den Wellen anzeigt. Ja, wir haben halt einen GPS-Empfänger, um unsere aktuelle Position zu bestimmen. Und wir haben AIS-Sender. AIS ist das automatische Informationssystem, das die ganze Zeit irgendwie den Namen des Schiffes, die Position und den Kurs aussendet. Und das ist auch, wird auch verwendet, um Kollisionen zu verhindern. Dann haben wir noch Wetterdaten. Die werden normalerweise online abgerufen.
und wir haben LTE und einen Iridium-Uplink. Und die müssen alle irgendwie miteinander verbunden werden. Der Autopilot braucht Kompass und GPS-Informationen. Die Radios brauchen AIS. Also wir haben viele verschiedene Geräte. Und das hängt alles irgendwie zusammen. Mit quasi RS-232-System. Oder mit CAN-Bussen. Und wir haben mehrere von denen auf dem Schiff, um das alles zusammenzuhängen. Dann haben wir halt hier noch so ein Büro auf dem Schiff. Wir haben hier Drucker, Wi-Fi, Ethernet, viele Linux-Laptops. Und dann haben wir halt noch irgendwie Videokameras und Audio-Stimmaufnahmen. Also müssen wir die ganze Zeit, das brauchen wir hinterher, um unsere Unschuld quasi zu beweisen, deswegen müssen wir die ganze Zeit alles aufnehmen. Ja, genau, diese ganzen Computer auf der Lifeline werden jetzt mit Ansible provisioniert. Zum Beispiel, wenn der Brückencomputer mit der Navigation kaputt oder so, können wir einfach einen anderen Computer zum Beispiel vom Media-Team nehmen und neu provisionieren und alles läuft weiter. Ja, und Ansible ist dann halt gleich noch irgendwie so ein bisschen Dokumentation mit und hilft auch den Ersatzcrews, die dann nach 3 Wochen da kommen. Dokumentation ist extrem wichtig. Wenn du irgendwas baust, ohne es zu dokumentieren, dann existiert es quasi nicht. Und gerade auf dem Schiff kann das extrem gefährlich sein. In so einer lebensbedrohlichen Situation, wenn du irgendwie das Handbuch brauchst von irgendeinem kaputten Gerät und du hast kein Internet, das kann sehr gefährlich sein. Hier seht ihr hier unser Regal für die ganzen Dokumentationen. Alles ist halt ist alphabetisch organisiert. Und alles kann einfach gefunden werden, weil alles an Bord ist. Und natürlich haben wir Labelprinter, weil wenn man so viele Kabel hat, dann will man wissen, welches Kabel wohin führt. Und das ist nicht ein großes Regal, sondern das sind so überall, wo man irgendwie den Platz findet. Und man muss halt dran denken, alles immer dahin zu tun, wo es auch hingehört, damit man nicht die ganze Zeit irgendwie die Sachen sucht. Und ja, es ist halt auch irgendwie unangenehm, wenn man den Mechaniker aufwecken muss, um an das Compartment unter seinem Bett zu kommen und dann ist gar nicht da, was man braucht. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, werde ich euch jetzt ein kurzes Video zeigen. Schauen wir mal. Okay. Ja, hier. Und hier befinden sich unter den Bänken noch diverse größere Komponenten. Deutsch. Zum Beispiel ein zweiter ungetesteter Autopilot sowie diverse Originalverpackungen mit allerlei Krimskrams sowie da hinten auch noch zwei Akkus für die USV, also falls jemand getauscht werden will. Und hier sind noch diverse Antennenkabel, die meisten davon mit Endstecker, Glühlampen und allerlei Quatsch. Sowie die Spare-IP-Kameras, die würde ich jetzt auch dann demnächst hier unten einladen. So. Okay. Als ich angefangen habe, Videos zu machen für Dokumentationszwecke, take pictures or write it down. Habe ich auch gemerkt, dass es nicht besonders angenehm ist, das zu machen. Also ich habe ein anderes Video gemacht, das wir jetzt gleich sehen werden. Hier befindet sich die Furuno-Radaranlage, also zumindest die Display-Einheit. Angeschaltet wird das Ganze hier mit dem Einschalter. Wie gesagt, die ist aktuell noch defekt. Genau, danach braucht die 3 Minuten Aufwärmzeit und danach kann sie hier mit dem STBI Standby TX-Schalter gestartet werden und dann fängt auch die Antenne oben an, sich zu drehen.
Das Gegenstück zu diesem Gerät befindet sich dann hier drüben. Das ist die Remote Processing Unit, die im Prinzip hier unten mit einem DVI-Kabel und noch diversem anderen Gedöns verbunden ist. Hier dieses dicke Kabel, was hier rausgeht, das ist auch das, was zum Mast hochführt. Ähnlich wie diese ganzen Funkgeräte und so weiter. Und auch da vorne die beiden, Kanal 12 ist der Hafenfunk, Kanal 16 der Notrufkanal. Auch diese Antennen führen zum Mast. Und deshalb gehen wir jetzt diesen Kabelbaum ab. Hier verschwindet das rein. Alles hier oben in dieser Holzverkleidung, die ist abnehmbar, führt hier vor zu den Geräten. Also da ist auch der Laptop, der zum Beispiel hier... Ja, okay. Das ist es soweit. Ich werde jetzt kurz zusammenfassen, weil die Videos ja in Deutsch waren, um was es hier gegangen ist. Ich habe die Brücke gezeigt und im Rest des Videos habe ich gezeigt, wie die Kabel verkabelt sind und so weiter. Zuletzt möchte ich noch gerne ein Projekt vorstellen, das ich mit Daniel gemacht habe. Wir haben das Problem, dass das Chip viele Uplinks hat und wir wollten den besten finden. Und es gibt einen Vortrag, warum wir den besten nicht verwendet haben. Und wir, du kannst es via Media CCC anschauen. Wir haben drei Uplinks. Der erste ist LTE. Jeder und jeder hat das in seinem Handy. Es ist sehr schnell, aber es hat einen limitierten Traffic und es geht nur nahe der Küste. Und dann haben wir einen zweiten, es ist satellitenbasiert und ist ein bisschen langsamer und kann man auf See meistens verwenden, aber eben nicht immer. Also manchmal gibt es Beschränkungen und Probleme hier. Und auf hoher See verlieren wir die Verbindung. Und dann haben wir Radio, was auch satellitenbasiert ist. Und da haben wir nur eine normale Antenne. Und das funktioniert meistens, aber es ist leider sehr teuer. Und 3 € pro Minute und 6 per Megabyte. So, wir haben also das. Na, hier. Hier haben wir das Setup. Hier haben wir ein APU-Board mit einem LTE-Modem. Das haben wir hier gezeigt. Und wir haben ein Embedded Linux System. Und das ist ein Linux Operation System für Embedded Systeme. Und wir haben auch WireGuard Tunnels aufgesetzt. Und der Uplink wird mit OLSA determiniert. Es ist ein Routing-Protokoll. Und vielleicht kennt ihr das von Flyfall. Die haben das auch verwendet. VSAT und LTE, wenn es LTE und VSAT gibt, dann werden wir automatisch das Bessere von den beiden verwenden. Das Setup hat ziemlich gut funktioniert eigentlich in den letzten Monaten. Die Uplinks Verbindung war viel besser. Ja. Hi, I'm Nick. Hallo, ich bin Nick. Als ich gesagt habe, ich arbeite mit Sea-Watch. Wir hatten schon vor 2 Jahren geredet, wo wir über die Search and Rescue Application geredet haben. Das ist eine Anwendung, wo wir C2C Communication etabliert haben. Viele NGOs arbeiten in dieser Gegend im Mittelmeer. Und wir haben ein GIS-System entwickelt, um die Schiffe zu tracken und zu verbinden. Das Problem, das wir im Moment haben, ist, dass wir haben noch ein paar Schiffe in der Rettungszone, aber wir haben kein Rescue Coordination Center, die diese Fälle koordiniert. Also was wir machen möchten, ist all die Assets, also all die Schiffe, die schon da sind, sind schon da.
emergency call telephonelines. So that means if people start from Libya right now. Also wenn Leute jetzt aus Libyen starten, dann rufen sie vermutlich nicht das italienische die italienische Seerettungsleitstelle an, weil die dann vermutlich diese Informationen an die Libyer weitergeben. Sondern stattdessen werden meistens freiwillige NGOs angerufen. Und die versuchen halt, sich um diese Fälle zu kümmern, ohne Menschenrechte zu verletzen. Und die informieren dann die Schiffe, also die helfen den Schiffen, ohne die Küstenwache zu informieren. Also so eine Seerettungsleitstelle hat halt eine Liste von Fällen und eine Liste von Schiffen. Und diese Rettungsleitstellen haben halt irgendwie auch so forensische Informationen und sammeln Beweise. Also mit dieser Anwendung, die wir haben, können wir zum Beispiel alle unsere Schiffe zurzeit tracken. Da war zum Beispiel eine Rettung von der libyschen Küstenwache, an der Sea-Watch auch beteiligt war, an der etwa 30 Leute gestorben sind und die erste Anschuldigung der libyschen Küstenwache war halt, dass wir in deren Wasser waren. Mit diesen Informationen können wir halt schnell zeigen, dass wir nicht in deren Gewässern waren. Und das ist halt super wichtig. Und das geben wir halt auch weiter an andere Organisationen, zum Beispiel forensische Architektur, die dann damit weiterarbeiten und irgendwie schön anzeigen. Und wir geben das halt auch weiter an irgendwelche Polizeiorganisationen. Und was wir im Moment planen ist, wir wollen diese Anwendung nehmen und wollen da mehr eine Land-See-Organisations-Software draus machen. Wir hatten jetzt diese Fälle, dass da mehrere Notfälle waren, vor allem in den letzten Monaten. Und Italien fühlt sich halt nicht mehr verantwortlich für diese Schiffe. Wir hatten so die Situation, dass kommerzielle Schiffe eigentlich diese Leute retten sollten und dann konnten sie halt diese Leute nicht mehr so schnell loswerden und die konnten dann halt nicht mehr nach Italien anreisen. Da gab es dieses eine Schiff, das hatte etwa 80 Migranten für einen Monat an Bord. Und wurden die nicht los, während unsere Schiffe in Malta festsaßen. Also was jetzt im Moment passiert ist, dass wenn Flüchtlinge in Not sind, dann werden diese Schiffe die meistens nicht aufsammeln. Wir hatten halt auch irgendwie Erzählungen von Flüchtlingen, die gesagt haben, ja, sie haben gesehen, dass Schiffe an ihnen vorbeifahren, aber sie werden trotzdem nicht gerettet. Okay, es gibt hier dieses AIS, das ist öffentliche Information, jeder kann da dran. Und wir wollen jetzt einfach Informationen über alle Schiffe, die in diesen die durch diese Gewässer fahren. Und wenn dann irgendwie ein Zwischenfall ist, können wir hinterher sehen, welche Schiffe tatsächlich in der Nähe waren. Und können dann halt gucken, ob wir Informationen an die Polizei oder so weitergeben können. Das ist so die grundlegende Idee. Okay, wie ihr gesehen habt, warum wir diese Technologien brauchen. Jetzt wollen wir noch irgendwie so einen Praxistest haben. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir versuchen jetzt mal unser Schiff anzurufen. Aktuell auf See mit 32 Leuten gerettet seit 6 Tagen. Und das ist sehr wichtig, weil jetzt halt gerade Verhandlungen laufen mit Städten, mit Regierungen, wo wir die eigentlich hinbringen. Und wir müssen die ganze Zeit mit diesem Schiff in Kontakt bleiben. Und mal gucken, ob es funktioniert. Ja, sieht gut aus. Hallo.
Übernimmst du das Schiff? Hallo. Hi. Moin. Hallo. Ja, hi. So, hello from Sea-Watch 3. Hallo von Sea-Watch 3. Hi vom Chaos Communication Congress. How is the situation on board? Wie ist die Situation an Bord? Hello? So we are now 67-ish miles. Wir sind jetzt so 60 Meilen weg von Malta. Hallo? On the 22nd of December. Also seit dem 22. Dezember. Da ist einfach nur viel Verzögerung. Haben wir 32 Leute gerettet, die in Seenot waren. And we have been drifting and moving Und international waters. Wir fahren ja einfach im Moment durch internationale Gewässer seitdem. Okay, cool. Könnt ihr... Also das sind halt Leute, die in unmenschliche Zustände überlebt haben. Und könnt ihr überhaupt die Zuschauer sehen hier? Vielleicht können wir kurz wir können den Bildschirm sehen. Also normalerweise solltet ihr hier gerade die Zuschauer sehen, die euch zuhören. Falls ihr sie nicht sehen könnt, kann ich sie sehen. Also gibt es irgendeine Frage, die ihr hier im Raum vielleicht dem Schiff Fragen stellen wollt? Das wäre jetzt eure Möglichkeit. Yeah, there's a question. Okay, hier ist eine Frage. Hi, I was wondering when. Hi, ich habe mich gefragt, was habt ihr, also wann müsst ihr irgendwie mal andocken oder so? Wie läuft das aktuell in dieser Situation? Weil ihr habt ja Leute an Bord, oder? Ihr müsst die ja irgendwie an Land bekommen. So, I just repeat the question because. Also ich wiederhole auch kurz die Frage. So basically, the question. Also die Frage war. Wann geht ihr ans Deck, an Dock, also an Land? And how does it work? Und wie funktioniert das? Also, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe so eine relativ große Verzögerung hier. Unser Plan war, schon vor einer Weile irgendwie anzudocken wieder, seit wir die Leute gerettet haben. Am 22. eigentlich schon. Am 23. waren wir schon auf dem Rückweg. Aber die Sache ist halt, dass kein einziger europäischer Staat, insbesondere nicht Malta, das wäre unser nächster Punkt, will uns Erlaubnis geben, tatsächlich irgendwie in den Hafen einzulaufen. Das heißt, im Moment warten wir auf irgendeine Gelegenheit, irgendwo einzufahren. Irgendwo in der Nähe von unserer aktuellen Position. Also noch irgendeine andere Frage? Any more questions to the ship right now? Nur noch andere Frage, die ihr das Schiff fragen wollt. Okay, andere Frage. Also ihr sucht aktuell nach einer Frage, also mit wem redet ihr denn darüber, ob sie euch aufnehmen würden? Oder also sind da Leute an Land, die mit Regierungen reden, oder redet ihr direkt auf dem Schiff mit den Leuten an Land? Yes. So basically the question was, also die Frage war, ob das Schiff... Okay. Also im Moment. That was the delay. I'm sorry for that. Now we have learned. Yeah, we have a huge delay here. Ja, wir haben hier so ein bisschen Verzögerung hier. Okay. Okay. So I think everyone. Also. Viele Leute reden gerade mit vielen Leuten. Wir sind die ganze Zeit mit dem. Oh, ja. Wenn einer von euch eine Frage hat. Okay, also hier könnt ihr schon sehen, wie schwer es ist, überhaupt so eine Verbindung herzustellen. Und deswegen brauchen wir auch eure Hilfe. Weil alles, was diese Situation verbessert, da wo wir diese Verzögerung haben, wo wir nicht die Bilder bekommen, deswegen brauchen wir euch. Weil dann haben wir die Leute, die reden noch mit den Regierungen, die fahren Schnellboote durch die Gegend, um Leute zu retten. Das ist alles, was wir machen können. Aber das, was hier gerade passiert,
Das ist das, was ihr lösen müsst. Ich habe ja auch Fragen hier für die Gruppe. Wir haben zwei Mikrofone. Ihr könnt aber auch eure Hände heben und ich laufe. Was ist, wenn aktuell ein medizinischer Notfall an Bord wäre? Was würde passieren? Falls ein medizinischer Notfall passiert, dann fragen wir normalerweise, dass die nächste Rettungsnotstelle, die in der Lage ist, irgendwie eine medizinische Evakuation durchzuführen, normalerweise entweder mit Schnellboot oder mit dem Helikopter. Zum Beispiel letzten Freitag, da war ein medizinischer Notfall auf der Open Arms, die von der Organisation Proactiva, und da war ein Kind, da war ein Baby, das halt in extremer Not war, und Malta hat dann tatsächlich irgendwie einen Helikopter geschickt, um das Baby und seine Mutter nach Malta zu fliegen. Und es hat eine Weile gedauert. Also es gab nicht mal eine Autorisation für irgendwie eine medizinische Evakuation. Und selbst das ist mittlerweile schwierig geworden. There are microphones, and one and two. I can of course run around all the time. It's really good for my condition after a long night. So my question is. Okay, meine Frage ist, was macht ihr, wenn ihr nicht erlaubt seid, irgendwo in ein Gericht zu gehen? Und wenn dann da noch mehr Leute in Not sind auf der See, ist da eine Grenze? Also gibt es da eine Grenze von Leuten, die ihr an Bord nehmen könnt? Oder habt ihr noch ein zweites Schiff, wo ihr noch mehr Leute draufladen könnt oder so? Ich meine, wenn ihr die nicht an Land bekommen könnt, was macht ihr dann? Das ist eine gute Frage, die wir im Moment versuchen irgendwie zu lösen. Und wir haben noch keine wirkliche Antwort. To a place of safety as soon as possible. Im Allgemeinen finden wir es ziemlich klar, dass Leute so schnell wie möglich an irgendwie einen sicheren Punkt sein sollen, aber stattdessen sitzen wir im Moment auf hoher See rum und skypen mit dem CCC. Und es gibt halt keine Lösung, wo wir die Leute abladen können. Gleichzeitig haben wir halt Informationen über drei verschiedene Boote, die im Not sind, jetzt gerade. Und wir haben hier unsere Partnerorganisation CI, die seit heute Morgen. So, the ship is back. Great. Hi. So, I'm not entirely up to date. Okay, ich bin nicht ganz auf dem neuesten Stand wegen der Situation mit den verschiedenen europäischen Ländern. Das Letzte, was mir noch in den Kopf kommt, ist, dass es einen Support von der spanischen Regierung gab. Ist es in den letzten Wochen anders geworden oder sind die noch immer dabei, NGOs wie eure zu unterstützen? Do you want to go on the ship? What did Spain say? Möchtest du aufs Schiff gehen? Was hat Spanien gesagt? Es gab noch eine weitere Rettung durch Open Arms. Über 300 Leute sind gerettet worden. Und das ist das Schiff, das die spanische Flagge hat. Also die mussten Richtung Spanien fliegen. Unsere Flagge ist die von den Niederlanden. Das heißt, da können wir nicht hin. Das ist immer noch ein Problem, was immer noch existiert. Die ganzen Verhandlungen laufen noch. Was passiert? Was ist, wenn von unserem Flaggenland dann irgendwie ein sicherer Hafen angeboten wird? Das heißt, das wäre für uns die Niederlande. Ich glaube, was hier wichtig wäre zu erzählen, ist, dass Spanien selber jetzt nicht so unbedingt so unterstützend war. Die haben hier ihre eigene Seenotrettung an Gibraltar. Aber es gibt so ein paar Städte in Spanien, zum Beispiel Barcelona, wo unsere Partner lokalisiert sind. Und ich denke mal, die spanische Regierung hat sich da dann auch dem Druck der spanischen Bevölkerung gebeugt. Und Proactiva ist da halt ziemlich groß. Und ja, die spanische Regierung hat da so ein paar Mal eingeknickt, aber die würden das nicht für uns tun. To our Spanish partners at Open Arms, and they could have taken them.
wir hätten die nicht mal einfach an Open Arms weitergeben können. Okay, also es gibt scheinbar keine richtige Lösung und ihr müsst da in jedem Fall verhandeln. Ist das wirklich so, wie es ist? Ja, das ist genauso, wie es ist. Mikrofon Nummer 2, Frage für die Leute an Bord. Erst möchte ich sagen, dass ich hoffe, dass es den 30 Leuten an Bord wirklich gut geht und dass die irgendwie an Land kommen. Ich bin aber neugierig wegen diesen Verhandlungen. Was für eine Art von Leverage habt ihr? Also wie könnt ihr irgendwie es schaffen, die Regierung zu überzeugen? Also geht es nur mit Charme oder? Shaming the German Interior Minister. Na, außer irgendwie auch einen Außenminister zu shamen, gibt es halt immer noch Seerecht. Und Seerecht ist ziemlich klar. Wir leben aktuell in einer Situation, wo diese grundlegenden Rechte von den europäischen Staaten verlassen werden. Das macht unsere Arbeit ziemlich schwierig. Aber diese Gesetze gelten halt immer noch. Das heißt, was wir versuchen zu machen, ist, die Leute daran zu erinnern über nationale, internationale Konventionen. Und das es irgendwie so einen Rettungshafen so schnell wie möglich geben muss und eine Pflicht für Staaten, dass das passiert. Aber wie du gesagt hast, haben wir jetzt nicht wirklich irgendwie Druck, den wir machen können, außer die öffentlich irgendwie zu schämen. Dafür, dass sie die Menschenrechte auf See verlassen. Aber darüber hinaus, was wir gesehen haben und was uns viel Druck gegeben hat, war diese Seebrückenbewegung. Und das war so die erste von diesen Standoffs mit, als die Lifeline auf See gestrandet war mit 300 Leuten an Bord. Und gut, dann dachten wir uns halt, wenn die Regierung nichts tut und wenn Seehofer seine Arbeit nicht tut, dann machen wir es halt eher so auf einer Grassroots-Ebene. Also haben wir dann irgendwie zu verschiedenen Städten und zu verschiedenen Bundesländern geredet. Und dann meinte zum Beispiel hat Berlin gesagt, ja klar, natürlich nehmen wir die auf. Und andere sind dann nachgezogen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Thüringen, Bremen, Brandenburg. Und die haben dann alle gesagt, ja klar, natürlich nehmen wir ein paar von den Leuten. Und genau dasselbe passiert jetzt eigentlich wieder. Also wir sind immer noch in Verhandlungen mit den deutschen Bundesländern. Und wieder Berlin hat gesagt, ja klar, natürlich würden sie die annehmen. Und das hat dann den deutschen Außenminister dazu gezwungen, sehr einen Tweet zu machen. Natürlich würden die eine Lösung begrüßen, aber halt nur auf europäischer Ebene. Weil Deutschland natürlich schon 150 Leute aufgenommen haben, die auf See. Ja, also großen Applaus für Deutschland, das reichste Land in Europa, das es geschafft hat, 150 Leute dieses Jahr aufzunehmen. Ja. Wir versuchen jetzt so ein bisschen mehr Druck zu machen und auch die anderen europäischen Staaten, indem wir diese 32 Leute dahin bringen. Okay, hi, my name is Friedrich Beckmann. Hallo, mein Name ist Friedrich Beckmann, ich bin von Seebrücke Augsburg. Wir haben uns mit der CSU-Fraktion von Augsburg getroffen letzte Woche und wir werden den Oberbürgermeister Griebel im Februar treffen und wir wollen die Idee rüberbringen, dass die Stadt Augsburg den Innenminister in Bayern fragen soll oder ihm sagen soll, wir sind bereit und wir würden Leute in Not aufnehmen, sodass die Leute vom Boot über den Hafen direkt hingeflogen werden, auf Paragraph Nummer 23 basierend. Glaubt ihr, das würde helfen, wenn Augsburg sagen würde, ja, das ist eine gute Idee, wir sind bereit, eine Reihe von Leuten aufzunehmen, vielleicht so 100, 500.
sodass ihr die Leute, also dass ihr das Schiff auch wirklich verlassen könnt. Ja. The ship's gonna answer. Is there an answer? Oh, sorry. Could you? Könnte, also wie Ruben bereits gesagt hat, diese Seebrückenbewegung und diese ganze Sache mit den solidarischen Städten, das ist unsere größte Hoffnung. Ich denke mal, das geht auch zusammen mit diesem zivilen maritimen Rettungsleitstelle. Das Beste, was wir den Leuten nicht versprechen können, ist, dass die zivile Gesellschaft übernimmt. Weil die Staaten halt seit 4 Jahren nicht retten und uns aktiv behindern. Das heißt, die einzige vielversprechende Lösung ist, dass halt tatsächlich die zivile Gesellschaft einschreitet. Und dann brauchen wir halt viele kreative Köpfe, um Lösungen zu finden, um Wege zu finden, um damit wir weiterarbeiten können. Und um die Arbeit halt zu verteilen. Ja, wie zum Beispiel die Seebrücke gemacht hat. Ohne und parallel zu den Staaten selbst. I just heard we are a bit over time. So, okay, wir sind schon etwas über der Zeit. Daher würde ich dem Schiff Danke sagen. Ich hoffe, euch geht's gut. Applaus aus der Menge. Ja, wir sind hier auf dem Schiff alle irgendwie ein bisschen müde und kaputt. Aber uns geht es ansonsten gut und unsere Gäste sind glücklich. Ja, und hier gibt es sowas wie so ein Teehaus wie das auf dem Kongress und viel Musik und Tanzen und. Ja, wir sind halt eigentlich nur ein Rettungsschiff. Wir sind jetzt nicht wirklich dafür ausgerüstet, Leute für längere Zeiten hier an Bord zu haben. Aber wir versuchen das Beste daraus zu machen. Und das sind jetzt 7 Tage. Wir haben wunderbare Leute hier an Bord, die durch schlimme Sachen durch sind. Ja, wir sind müde und es ist schwer, aber es ist trotzdem cool. Okay, es gibt noch eine letzte Frage. Nummer 1, bitte. Okay, erst vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht. Und meine Frage ist, wären eure Lage theoretisch in der Möglichkeit, die mediterrane See zu verlassen und nicht mediterrane europäische Häfen zu betreten, wenn da eine Möglichkeit wäre, anzulanden? Das ist größtenteils eine politische Frage. Die Sache ist halt, nicht Mittelmeergerichte von europäischen Ländern oder nicht europäischen Ländern. Also europäisch nicht mediterran. Also zum Beispiel, dass man irgendwie von hier nach Hamburg fährt und dann dort Leute abgibt. Ja, könnte man machen und da gab es Diskussionen drüber und Malta hat uns quasi gesagt, nach Rotterdam zu fahren. Und ein paar Leute haben uns gesagt, ja, ihr habt die niederländische Flagge, geht halt nach Rotterdam. Aber es wird halt fast 2 Jahre dauern, zwei Wochen dauern, um von hier nach Rotterdam zu fahren und nochmal 2 Wochen zurück. Das ist halt, dann sind wir länger aus dieser Zone raus, als wir wollen. Und die Nordsee ist halt jetzt im Winter ziemlich unangenehm. Und das wäre nicht cool für unsere Gäste, die halt draußen in einem Zelt hocken und das Mittelmeer ist schon schlimm genug. Und schlimmere Gewässer wie zum Beispiel Atlantik in dieser Jahreszeit, das wäre nur einfach unzulässig. Und darüber hinaus, dass wir halt aus der Rettungszone bleiben und dem schlimmen Wetter,
dann kommt dann noch Sachen dazu, wie die hohen Kosten, das zu machen. Also viele Gründe, warum das Gesetz sagt, ihr müsst eigentlich zu dem nächsten Rettungshafen gehen und nicht irgendwie zu irgendeinem Hafen am anderen Ende der Welt. Biscaya, I wouldn't advise you to do currently, actually. My experience, I know it has. Okay, ich würde euch empfehlen, nicht in diesen Hafen zu gehen. Das war eine persönliche Erfahrung. Okay, ich werde jetzt die Session schließen. Ich würde dem Schiff nochmal vielen Dank sagen und würde den Leuten auch hier nochmal vielen Dank sagen. Und damit verabschieden sich jetzt aus der Übersetzerkabine vom 35C3 Afrona, Strangecliff, Catnet. Wenn ihr Feedback habt, sendet uns.